Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Wir sind bereits in Folge 373 und bringen gerade unser Weizen aufs Lager. So simpel ist es. Da vorne kommen schon ein paar von den Chaoten entgegen. Hier hatte ich den LKW ja stehen gelassen, das war der ganze Trick. Der Weizen, der kommt uns vielleicht noch mal sehr gelegen, nämlich dann, falls wir tatsächlich selber noch das Saatgut produzieren müssen und es nicht zwischenkaufen können. Da müssen wir dann eh mal gucken, wie wir dann auch verhältnismäßig da drin, weil ich glaube, so super viel Saatgut verbraucht die Kaffeeplantage nicht. Deswegen bin ich eigentlich recht guter Dinge, wenn wir es einfach eine Runde kaufen könnten. Weil wie gesagt, so ewig viel Zeit bis zum nächsten großen, sprich zum Landwirtschaftssimulator, haben wir auch nicht mehr. Kann mir jetzt jemand sagen, warum er da so hochgesprungen ist, der LKW? Kann mir keiner sagen, oder? Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt hier wieder wegkomme vernünftig? Kann mir auch keiner sagen, oder? Dann schieben wir doch mal unseren eigenen LKW irgendwie mal mit Schmackes. Ja, das war jetzt ein ziemlich kurioser Sprung, dass ich da schief gefahren bin, das ist mir klar. Aber dass ich dann auch immer springen konnte, eine 8 Meter hohe Mauer, hätte ich fast gesagt, so schlimm war es jetzt nicht, aber dicht dran. Das ist sehr beeindruckend gewesen, muss ich sagen. So, ja, ne? Wir haben sonst nicht genug zu tun, dass wir uns damit auch noch aufhalten müssten. Natürlich haben wir genug zu tun. Leider hält uns das auf. So. Und so. Ich mache mal ein bisschen besser. Ich hoffe, dass ich jetzt drunter komme. Ja, hat geklappt. Und schon geht das wieder. Sehr schön. Weil ich wollte das natürlich jetzt hier abladen und natürlich den dann zum Feld bringen, wo jetzt unsere Sonnenblumen geerntet werden sollen, sobald sie soweit sind. Und dann wollte ich mit dem Traktor, der die Fräse hat, dementsprechend die Fräse abbauen und wegstellen und dann den Hänger, der da schon steht, mit einem teilweise Sonnenblumen gefüllt, dann hierher bringen. Wenn ich das gemacht habe, wollte ich das Wasser noch weiter reinpumpen lassen und mit dem kleinen Hänger gucken, ob ich Saatgut kaufen kann. Und ich will noch drüben die Maschine zum Laufen bringen, dass die, das mache ich glaube ich auch zuerst. So, durchskippen. Wir müssen. Na, wo ist er? Dahin. Das ist der Übeltäter, den wir brauchen, weil der hat jetzt hier das Feld vorgedüngt, hoffe ich. Ja, hat er. Heißt, ich stelle jetzt hier irgendwo kurzfristig den Streudünger ab, weil den werde ich hier nochmal benötigen. So, weg ist er. Und holen jetzt natürlich mal kurz eine Runde die anderen Maschinen ran, die wir noch brauchen. Nämlich den Grubber. Dann können wir nochmal düngen. Und dann die Sämaschine und dann sind wir schon durch. So. Fahren wir hier mal rüber. Aber wir müssen ja mehr auf die Seite, ne? Sonst wird das alles nichts. Weil das braucht natürlich eine ganze Zeit, bis er auf so einem Feld da seine Arbeit erledigt hat. Und dann kann er natürlich in der Zeit das schon machen. Die anderen beiden Felder sind ja eh noch nicht reif. Ihr seht hier rechts ja schon das Team am Bord. John Deere und da steht der neue LKW. Auf der anderen Seite steht der. Hier steht der Case und der neue LKW und drüben steht der John Deere und noch der 47.000 Liter Hänger ohne was. Und das ist genau das Problem. Den will ich dann nämlich gerne wegholen. So. Hier haben wir das gute Stück schon. So, ran damit. Und wir fahren los.
Den lassen wir, wenn wir fertig sind, nämlich auch da hinten stehen. Dann kann er nämlich von der Seite die ganzen anderen Felder da bearbeiten und muss nicht ganz von der 1 das wieder herholen. Weil ich schätze, das Sonnenblumenfeld, das wird das nächste sein, was dann bearbeitet werden kann, ne? So. Wir werden jetzt einfach mal geradeaus fahren. Ob ich jetzt zickzack dahin fahre oder ob ich jetzt hier komplett einmal durchfahre, ist im Prinzip egal. Fange ich halt nur von der anderen Seite an. Ja, da sehen wir die guten Sonnenblumen, ne? Die wollen noch nicht, leider. Hier vorne seht ihr jetzt auch den Hänger dann einzeln stehen. Da ist er. Den wollen wir da auch noch eine Runde wegholen. Aber das ist momentan nicht so gut. Momentan ist erstmal, können wir erstmal die Fräse dementsprechend machen und dann den da wegholen und den anderen LKW hier hinfahren. Das wird im Prinzip theoretisch reichen, wenn der Drescher wieder hier arbeiten kann, wenn das in die nächste Wachstumsphase umgesprungen ist. So, hier geht es erstmal rum. Sieht man das wunderbare Gerät. Hier wollen wir rauf. Und ihr seht, es ist ja auch kein kleines Feld, ne? Muss man so sagen, wie es ist. Ich falte den Kollegen hier schon mal locker eine Runde auseinander. Setzen hier hinten mal so ein bisschen sportliche Überbreite an. Gucken, ob er auch anspringt und vernünftig losfährt. Ja, macht das. So, gut, wunderprächtig. Ja, den LKW wollen wir noch überführen. Der soll denen da weiterhelfen. Bla bla blub. Das ist das nächste Gespann, was ich machen wollte. Genau. Aha, jetzt hat er eine durchsichtige Mauer. Ja. Jetzt ärgere ich mich hier gerade selber. Was soll das denn jetzt? Und kann ich die jetzt hier nicht mehr. Oh. Kann das Ding einfach durchfahren oder wegfahren? Das ist ja fürchterlich manchmal hier. So, kann ich das Ding jetzt einfach rausschieben? Nee. Toll, ich kann durchfahren. Wie sinnlos ist das denn jetzt? Hier steht vorne Luft, weil hier eine durchsichtige Mauer ist. Also die ist manchmal, also ich habe ihn jetzt gerade gelobt, damit er mich jetzt hier in die Tonne hier, ne? Hier vorführen kann. Sieht bald so aus. Da hat er wohl irgendwo festgeklippt. Kann ich jetzt hier rumfahren? Hoffe ich doch. So, ich will das gute Stück nämlich jetzt einmal abstellen. Werde mir den grünen Hänger schnappen und werde gucken, ob ich mit dem Saatgut, ob ich Saatgut hier vorne holen kann. Erstmal muss ich natürlich den Kram hier wegklappen. Da seht ihr nämlich unsere ganzen Behälter, ne? Ah, hier war die durchsichtige Mauer vorhin ja auch schon. Das heißt vorhin, also, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. So, rausgeworfen. So, gucken wir hier nochmal. Ja, Dünger, Dünger und hier vorne ist das Saatgut. Das heißt, ich hole jetzt einfach mal den anderen LKW, den anderen grünen Hänger her, fahre hier ran und gucke, ob ich es kaufen kann. Eigentlich müsste das gehen. Wenn das geht, dann kaufen wir ein bisschen was. Nur ein paar tausend Liter, also nicht voll machen oder sowas. So Blödsinn natürlich nicht. Und bringen das gleich in unsere Kaffeeplantage. Genau wie wir da eine Ladung Mist hinbringen werden. Und auch den mit dem Wassereimer da vorbeischauen müssten. Und dann geht die Produktion schon los. Die Kaffeerösterei hat eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Die braucht einfach nur Kaffee und unseren guten selbstgemachten Treibstoff. Ja. So was Gutes nimmt die. Die hat nämlich tatsächlich einen einfachen Verbrennungsmotor für die Rösterei. Warum auch immer das so ist, aber sie haben es. So, hier rein. Jetzt bin ich gespannt, ob es geht. Jetzt bin ich gespannt, ob es geht. Ja, genau. Jetzt bin ich echt gespannt, ob es geht. Kriege ich hier? Ja, ich kriege hier Saatgut. Sehr cool.
Es läuft auch gar nicht mal so schnell, also dass man es vernünftig kaufen kann, das ist cool. So. Ich habe jetzt Saatgut gekauft. Und ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Doch, 3.700 kosteten die 5.200 Saatgut nur. Das ist ja wenig, das ist echt gut. Ich hätte überlegen, ob ich das hätte nicht mehr machen sollen. So, dann fahren wir jetzt erstmal rüber. Starten den Spaß da an, sozusagen. Schmeißen den Spaß hier da schon mal rein. Dann werden wir mal eine schöne Ladung Mist holen. Werden den Mistpart da auch schön reinschmeißen. Und dann müssen wir eine Runde mit Wasser auftrumpfen. So, ich dürfte hier einfach so schön quer durchfahren können. Ja, funktioniert. Kann ich den hier abgeben? Ja. Und das Coole ist, er macht da Behälter raus. Also, als wenn wir es aus dem Shop gekauft hätten. Sieht auch geil aus, ne? So, das fahre ich hier wieder durch. Jetzt hole ich eine Ladung Mist. Und dann haben wir den ganzen Spaß da schon am Laufen. Ne, Wasser fehlt ja noch. Aber wie gesagt, Wasserbehälter haben wir hier vorne ja auch. Mist schaufel ich jetzt nicht, sondern Mist haben wir auf Lager. Da bringen wir auch mal eine schöne Ladung eben hin. So. Ne, Weizen wollen wir nicht. Wir wollen. Ne? Wo ist das gute Zeug? Oh, da waren wir schon. Mist. Genau. Mist kann ruhig voll, weil Mist braucht ja mehr wie Saatgut. Das ist gut. Machen wir mal die Plane zu. Ne, bei Mist machen wir die Plane lieber nicht zu. Weil nicht zur fahrenden Bombe werden hier. Bei Saatgut hätte ich zumachen müssen, ne? Ja. Dann stelle ich ihn hier wieder weg und dann kommt da eine Runde. So, Mist kommt, glaube ich, hier ganz ans Ende. Hier vorne die Schräge, da kommt nachher der fertige Kaffee raus. So, zu weit gefahren. Das Coole ist, dass ihr seht, wie der Misthaufen da auch größer wird, ne? Seht ihr? Also es passt eine ganze Menge Mist rein. So, jetzt fahre ich den hier einmal weg. Haben wir die nämlich auch noch mal in Action gesehen. Es gibt ja so ein paar Produktionen, die ich gerne noch halt, bevor wir ins neue Landwirtschaftssimulator einsteigen, gerne noch gezeigt hätte. Und hier ist es in dem Fall halt der Spaß. Genau wie auf der Baltic Sea zum Beispiel, wie wir uns um die Donutproduktion kümmern und jetzt zum Laufen gebracht haben oder zum Laufen bringen werden, weil eine Zutat noch fehlt, aber das kriegen wir alles noch hin. So, hier ist noch Wasser drinne. Ich fülle mal noch mal nach. Wenn er jetzt unter die Hälfte geht, dann fahre ich noch mal wieder zurück und hole noch mal Wasser nach. Sonst kriegen sie jetzt erstmal für die erste Produktion den Wasserpart dahin geschenkt. Na, willst du mich ärgern und geht genau 1 Liter unter die Hälfte? Ne, er nimmt eine ganze Menge auf, okay. Dann scheint die gute Sojaproduktion das hier auch nötig gehabt zu haben. Gut, dann gehen wir hier einmal eine Runde Wasser holen. Dann kann ich nämlich dann auch gucken, ob der restliche Sojapart hier auch reingeht. Das wäre natürlich noch die Alternative, was wir da machen könnten. LKW müssen wir noch rüberfahren. Alles noch so Kleinigkeiten, ne? Alles noch so Kleinigkeiten. Einen Anhänger noch drüben holen. Das müssen wir mit ihm hier machen. Aber der muss jetzt erstmal eine Runde Wasser holen für die Produktion, weil die kann natürlich dann auch schon laufen. Ne? Darum geht es natürlich. So. Den Spaß machen wir jetzt mal eine Runde voll. Der arbeitet und macht auch, was er soll. Das ist super. Und den hier schnappen wir uns mal kurzfristig. Drücken ein bisschen aufs Gas. Ja, da muss ich das warm fahren, so wie es aussieht. Da haben wir heute ja tatsächlich eine ganze Menge Regel gekriegt, muss ich sagen. Wir müssen dann natürlich noch mal bei Gelegenheit etwas Treibstoff nehmen und noch in die Kaffee Rösterei bringen, aber das ist auch noch nicht ganz so wild, weil dafür müssen wir natürlich erstmal den Kaffee machen. Der Kaffee wird übrigens kontinuierlich durchgehend produziert. Der hat jetzt keine Erntephase, das ist wie eine Produktion. Das heißt, die zupfeln da zwischendurch immer die Kaffeebohnen. So. Sehr schön.
Das läuft auch, so muss das sein. Und an die 20 vorbei und an so ein paar andere Kleinigkeiten. Und dann sind wir auch schon bald da. Natürlich dreist den jetzt ja ein bisschen vor, noch zu überholen. Das gestehe ich ein, aber ich muss eh zum Abholen, zum Abbiegen ausholen, wollte ich sagen, und fahr schön gegen den Pfosten. So. Hier sind wir auf dem Feld und das ist der Ersatz für den Hänger, den wir da hinten stehen haben. Oh, sollte ich vorsichtig sein, weil ich habe hier glaube ich sogar schon gesät wieder, oder? Ich weiß gar nicht, wie weit er jetzt hier mit der Bearbeitung ist oder gemacht hat oder nicht oder doch. Das ist aber alles kein Problem. So, damit können wir vielleicht noch ein paar Meter hier einmal eine Runde drehen. Ja, und ich glaube, da haben wir schon das Problem. Wir haben ein kleines Problem. Jetzt fragt ihr euch was. Denn eigentlich ist es kein Problem. Bloß, ich habe leider festgestellt, dass wir schon so langsam zum Ende der Folge kommen müssen, leider. Ja, so sieht es leider aus. Ja, ich werde schon mal mit einem Standardspruch hier anfangen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und natürlich ein Abo wäre super. Jetzt seht ihr mich natürlich trotzdem noch in die letzten Meter fahren. Ich will wenigstens den Abladevorgang hier noch starten, dass wir wissen, dass die Produktion hier läuft. Das ist schon mal der wesentliche Punkt. Und dafür fahre ich jetzt einmal hier so einen kleinen Bogen noch. So, da ist der Triggerpunkt und Sach ab, bumm. Ja, dann sage ich echt nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und dann bis zum nächsten Mal.